Dieses Spiel speichert automatisch. Computer bitte nicht ausschalten. Okay. Und damit herzlich willkommen zu Celeste. Ein cooles neues Spiel, was ich mal spielen wollte. Und ja, das mache ich jetzt. Zum ersten Mal mit euch. Es geht nämlich ums Klettern. Gott, klingt das aggressiv auf Deutsch. Klein. Ja, und wir klettern einfach mal. Wir machen mit, ich bin nicht Madeline, ich bin nicht Madeline, ich bin Nico. Akzeptieren. Hallo, ich bin Nico. Hilfemodus. Spielregeln. Ah, naja, lass ich mal aus. Ich brauche keine Spielregeln und so. Und es geht einfach direkt los. Wuhu, der Hintergrund ist cool mit dem Farben. So, Nico. Atme einfach. Warum bist du so nervös? Ich weiß es selber nicht. Ich bin gar nicht nervös. Ich bin ganz laid back, ganz gechillt. Hallo. Hey, das bin ich. Ich gehe nach links. Ich weiß nicht, wieso ich so nervös bin. Ich gehe einfach weiter nach links. Tschüss. Ich kann nicht nach links. Ich wollte Tschüss sagen, aber nein. Dann hier sind wir, hier ist unser Auto. Wir sind fast so groß wie das Auto und wir können uns ducken. Okay. Oh. Doofes Auto. Ich mag dich nicht, Auto. Okay. Wir gehen einfach nach rechts. Man sieht schon, es ist ein Jump'n'Run-Plattformer. Und ja. Hallo. Hallo, Block. Und man kann ein paar Sprünge machen an der Wand und alles. Und ich muss klettern. Wie ich schon gesagt habe am Anfang, wir müssen klettern. Ja, klettern. Nicht klettern. Und keine Wandsprünge. Ne, ich gehe unten lang. Sieht mir gefährlich aus oben. Und gehen wir einfach hier zur Hütte. Können wir drauf? Ne. Können wir hier drauf? Ne. Ich will lieber drauf. Hallo. Entschuldigen Sie, Gnä-Frau. Hallo. Das Schild da vorne ist kaputt. Ist das hier der Pfad? Du bist da? Du musst nur noch über die Brücke. Danke. Übrigens, sollten Sie mal jemanden wegen Ihrer Ausfahrt kommen lassen. Die Kante ist eingestürzt und ich wäre fast draufgegangen. Wenn dich meine Auffahrt fast zu Fall gebracht hat, könnte der Berg eine Nummer zu groß für dich sein. Hör auf zu lachen. Ich bin einfach mega genervt. Ah, so sehe ich aus, wenn ich morgens einfach irgendeinen Menschen sehe. Einfach nur. Nein. Geh einfach weg. Nun, wenn so eine alte Schrulle wie Sie hier draußen überleben kann, schaffe ich das wohl allemal. Wie du willst. Du solltest aber wissen, dass der Celestberg ein seltsamer Ort ist. Du könntest Dinge sehen, Dinge, auf die du nicht vorher bereitet bist. Sie sollten sich Hilfe suchen, werte Dame. Hallo Brücke. Komm von links. Und es stürzt ein und springen! Hey! Und springen und sterben! Nicht ganz. Wir können Zeit manipulieren. Hallo Vogel. Wie geht's dir? Mit X und nach oben links. Durchsprinten. Wuhu! Dashen. Das heißt nicht sprinten. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Luftsprung in eine bestimmte Richtung. Ich schaff das! Yay! Ich bin nicht mehr nervös. Danke! Du bist echt, Spiel, ich mag dich. Du bist echt irgendwie so supportive. Wir gehen in die verlassene Stadt. Um eine Pause zu machen, wähle im Pausemenü jederzeit speichern und beenden. Du setzt das Spiel dann später am selben Punkt fort. Das heißt, Fortschritte gehen nicht verloren. Wow, danke für die Postkarte, Oma. Und ja, ich glaube, das war das Tutorial. Mehr gibt es wirklich nicht zum Spiel zu sagen. Ich glaube. Irgendwie, ich sollte ganz nach oben klettern, ist eine Sache. Und zweitens, ey, stimmt, ich kann ja dashen. Okay, und zweitens,
Ich weiß nicht. Es ist. Ich mag Job Runs, ich mag schwere Spieler. Spiele, nicht Spieler. Ah, ich muss klettern. Und deswegen dachte ich mir, ja, das Spiel könnte interessant werden. Deswegen. Ja. Ui! Tod! Ui! Yay! Das würde mir auch passieren, dass ich einfach sterbe. Weil ich, ja. Ich darf nicht nach rechts. Oh. Okay. Dann halt nicht. Und da links ist extra Weg für eine Erdbeere. Muss hier irgendwie. Ah, hier wird gezeigt, ich habe nicht unendlich Ausdauer. Deswegen muss ich. Oh Gott, da habe ich spät reagiert. Deswegen muss ich einfach. Ja. Zerquetscht werden. Dann kann ich unendlich lang hochklettern. Ah, wenn man da springt, dann fliegt man übrigens auch nach oben. Wenn man hier stehen bleibt. Nö. Weil. Was ist das? Okay, aber ich sollte auch springen, nicht nur dashen. Siehst du? Siehst du? Ich hätte recht. Und ich sollte vielleicht nicht dashen, um dahin zu kommen, sondern einfach hochklettern und dashen. Yay! Und wieder hier rein. Und springen. Und. Okay. Geht's da runter lang? Nein! Geht's nicht! Ich glaube, jetzt muss ich. Nee, die Erdbeere ist gespeichert. Okay. Aber nach rechts ist doch. Ha! Wusste ich! Okay. Das wollte ich machen. Ich wollte eigentlich die Erdbeere. Das Spiel ist ja gar nicht mal so schwer. Sagte er, während er noch irgendwann später viel sterben wird, bestimmt. So, gehe ich mal hier nach links und schaue mal. Ha, Double Dash. Da geht es doch bestimmt nach oben. Wusste ich doch. Au, oh, hey. Sprungplattform, du bist böse. Du bist echt böse, Sprungplattform. Wenigstens ist es ein Warnschild. Und Erdbeere. Und jetzt kommen wir hier unten. Hallo! Wer bist du? Mit B reden! Hallöchen, Weggefährtin. Oh, hi. Was für eine Wahnsinnsnacht, um zu wandern. Ja? Dieser Ort hier ist schon echt verrückt. Kann kaum glauben, dass es sowas überhaupt gibt. Nicht der Hälfteaufstieg, was? Aber ich denke mal genau das, was ich gesucht habe. Wow, es klingt ziemlich ernst. Ich freue mich einfach, an so einem einsamen Ort einem anderen Menschen über den Weg zu laufen. Ich bin übrigens Theo, ein Abenteurer aus fernen Landen. Wo ist denn fern? Es weiß ich nicht. Redest wohl nicht gerne. Was? Mysteriös, einsamer Wolfstyp. Ich verstehe schon. Hast bestimmt eine dunkle Hintergrundgeschichte oder so. Ich rede nochmal. Hey, das tut mir leid. Ich bin Nico. Bin tierisch am Grübeln. Nun, Nico. Ich würde sagen, du bist am richtigen Ort. Mir frieren die Zähne ab, aber ich kann mir keinen besseren für die stille innere Einkehr vorstellen. Was? Egal, ja, ihr habt selber gelesen. Ja, du hast recht. Aus welchen fernen Landen kommst du denn? Bestimmt Kanada, wie die Postkarte. Nun, meine neugierige Landsfrau. Ich entstamme aus dem mystischen, exotischen Königreich von Seattle. Okay. Scheint ein besonderes Fleckchen zu sein. Aber hallo. Ein ganz schön verwildertes. Warum wohl eine ganze Stadt verlassen wurde? Ich habe gelesen, dass irgend so ein Megakonzert damit begonnen hat, sie zu bauen, dann aber keiner hier leben wollte. Ich frag mich, warum? Ich setze auf die Vertuschung seitens der Regierung.
Was für eine Verschwendung, das alles einfach so hier hinzubauen. Zumindest genießen wir die Überreste. Bist du hier, um die Stadt zu erkunden? Ja, ich stehe hier auf verlassene Orte. Och, dieser Blick. Oh ja, verlassene Orte. Und ich betrachte mich gern als angehenden Fotografen. Ach echt? Cool. Hast du einen Blog oder sowas? Einen Blog? Nico. Heutzutage sind doch alle auf Instapics. Ich bin Theo Understars. Besuch mich mal. Diese Gelände ist ziemlich unwegsam. Kehrst du bald zurück? Nee, ich bin auf dem Weg zum Gipfel. Oh, ich kann die Entschlossenheit voll in deinen Augen sehen. Wie inspirierend. Wenn du meinst. Ich wette, du könntest es glatt bis zum Gipfel schaffen. Mag sein. Ich brenne nicht wirklich darauf, den Gipfel zu erreichen, wenn ich ehrlich bin. Oh, aber ich habe gehört, dass es außerhalb der Stadt ein paar coole alte Ruinen gibt. So um die 1800 cool. Ich weiß, dass es riskant ist, aber ich muss sie einfach sehen. Was sagt man immer, bevor man etwas Unverantwortliches tut? Alle Bedenken über Bord werfen? Nee, das nicht. Ach ja. Zoom. Man lebt nur einmal. YOLO, Bitch. Okay. Man lebt nur einmal. Yay. Woo. Einmal. Tschüss, Bitch. Okay. Die Musik ist aber schön. Und jetzt nicht mehr. Yay. Keine schöne Musik mehr. Kann man da hoch? Nein. Schade. Und dann geht's einfach mal hier lang. Und da ist nochmal Erdbeere. Ha! Gott, bin ich gut. Kann ich eigentlich später nochmal springen? Nein. Wenn ich aber abgesprungen bin, kann ich nur noch dashen. Und man kann sliden. Okay. Und hallo, altes Haus. Du siehst irgendwie verdächtig aus. Hier geht's auch noch nach links. It's not just a watch, it's a symbol. Ich will da hin. Ich will da nach oben. Ups. Nicht nach unten, nach oben meinte ich. Vielleicht komme ich da doch später hin. Sieht so aus, als würde man da irgendwie hinkommen. Vielleicht von hier. So. Ah, die respawnen die Teile. Okay. Dann geht es sogar. Ich muss klettern. Nicht immer mit den Doppelsprüngen arbeiten. Nein. Mit dem Wandsprung meine ich. Boah, da muss ich anders dashen. Hier muss ich auch ein bisschen warten. Ich gehe mal unten lang, weil ich glaube, das geht einfach schneller. Ah! Ah! In die Mitte rein. Irgendwie schaffe ich das. Yes! Siehst du? Ich hab's gesagt. Ah, und die Sprungbretter machen auch meine Sprünge wieder richtig. Okay. Ja. Oh, das zerbricht. Nein, falsche Taste. Ich verwechsel immer Kletter mit Dashen. Also nicht immer, aber... Okay, da habe ich ein bisschen verkackt. Are you beach ready? Ein Blick nach unten sagt mir, nein. Nein, bin ich nicht. Bin nicht für den Strand geeignet. Jetzt da links lang. Ich sehe da links ploppt Terror auf. Aber, naja. Ich muss da doch wirklich kurz nach oben. Damit ich meinen Sprung wieder habe.
Muss ich hier an das... an der Seite ran oder komplett rüber? Probieren wir komplett rüber. Ah! Okay. Das geht. Ich dachte, ich muss da unten vom Timing her... woanders hin. Ah, und schon wieder! Ich muss auf die andere Seite. Au! Und nicht oben an die Decke. Okay. Muss ich relativ früh wieder abspringen. Nicht so früh. Aber relativ früh. Oder einfach... au! Oder dashen? Oh, für den nicht rein dashen. Nein. Ah, aber ich muss ein Dash behalten. Das muss ich gut timen, einfach. Oder auch nicht. Oder ich muss gar nicht auf die andere Seite. Mann, ich habe einmal ein bisschen von dem Spiel gesehen und dachte, oh ja, dieses Spiel wird super und es ist schwer. Jetzt denke ich, au, jetzt habe ich die ganze Zeit das Gefühl, es ist gar nicht mal so schwer, wie ich es mir gedacht habe. Okay, da war ich etwas zu langsam. Ha, Momentum und so. Okay. Ich werde nicht jede Erdbeere sammeln, aber hier in den ersten paar Leveln denke ich mir, ja. Kann ich ja noch machen. Ah, okay. Ah, ich muss einfach schnell rüberspringen. Und dann... okay. Ah! Muss schneller sein. Ich darf nicht mal so weit nach oben dashen. Komm schon. Ah! So. Und dann darf ich jetzt hier nach oben. Ha! Einfaches Spiel und so. Und dann sehe ich... nee, ich gehe erstmal hier hoch. Ganz einfach. Was ist hier links? Hier geht's weiter. Okay. Man kann von der einen Seite durch die Stacheln durch. Und von der anderen Seite nicht. Okay. So, jetzt einfach noch gutes Tutorial. Ich glaube, das wird bestimmt irgendwann später nochmal vorkommen. Kann man hier wenigstens hoch? Nein. Okay. Nein, halt nicht. Und dann gehe ich mal hier lang. Momentum und so. Momentum-based Rhythm Game. Was? Ne, da ist kein Rhythmus. Hui! Ah. Verdammt. Ah, jetzt wohne ich wieder unten. Okay. Ich glaube, von hier ist es sogar... ah! Ich wollte nicht ganz runter. Nein. Von hier ist es, glaube ich, aber etwas leichter. Okay. Nein. So. So einfach geht's. Und speichern. Und dann gehe ich mal hier lang. Oh, das war knapp. Okay. Und dann gehe ich mal hier hoch. Es war vielleicht nicht schlau. Au! Verdammt! Nein, ich darf da nicht springen. Ich muss warten, bis ich ganz oben bin. Nicht ganz festhalten. Dann hier lang. Einfach die ganze Zeit klettern, gedrückt halten und dann passt es. Oder auch nicht. Ah! Wieso bin ich da abgesprungen? Ich glaube, ich mache mir einfach den Weg mal einfacher. Oder auch nicht wirklich einfacher. Okay. Den darf ich aber nicht runter. Okay.
Da oben links ist ein Weg. Moment. Ich glaube... Ah, ich muss klettern. Glaube ich. Nicht einfach. Okay. Ich glaube, ich weiß aber, was ich machen muss. Einfach einen Aufzug nehmen, sozusagen. Und sterben. Ganz viel sterben. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ich vermisse den Doppelsprung hier. Ganz ehrlich. Was? Bin ich den falschen Weg gegangen? Ich wollte eigentlich... Nach rechts war auch nicht... Immer noch toll. Celesteberg. Dieses Denkmal ist jedem gewidmet, die beim Aufstieg ihr Leben gelassen haben. Nicht an mich. Und wir machen Feuer. Oder so. Puh. Ich bin Matsch. Ja, Feuer, sag dich doch. Und hinsetzen. Und entspannen. Hallo, Vogel. Hallo. Na, wie geht's dir, Vogel? Das könnte ein Fehler gewesen sein. Hier hochzukommen. Ist echt nicht das Einfachste. Oh, wie wir beide da schlafen. Oben auf dem verschneiten Berg. Nicht mal im Schlafsack, wenn es ein Schlafsack sein soll, oder nur eine Matratze. Gott, mir ist ein bisschen zu kalt. Es ist hier gerade Winter. Nee, es ist mir ein bisschen zu kalt. 14 von 20. 58, well, das waren so viele. Okay. Aber... Wir sehen nicht mal, wie es heißt. Aber wir sind einfach durch die Stadt durch. Yay! Und gehen jetzt in das Schloss. Dann irgendwann mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Nico. Ah, hier habe ich eine Übersicht. Okay. Ja, ich hätte gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!